Hallo Freunde, für ein weiteres alles 19 Video. Ja, tut mir leid, beim letzten Part war meine Cam ausgestiegen. Also ausgestiegen war der Akku leer. Ja, wir hatten ja letztes Mal geredet, dass mit dem Ding, das mit dem Smartphone-Zeug. Aber wie gesagt, Chance, bitte mach das. Das wäre jetzt echt doof, wenn ihr das nicht machen würdet. Weil, wie gesagt, das wäre so oberdoof. Ich würde das so feiern, wenn ihr das würdet machen. Ja, was, wie gesagt, wie du jetzt mal gesagt, GTA konnte das schon. Und jetzt, Chance, ihr könnt euch das jetzt wohl auch. Vor mir hat das ja auch schon gemacht. Ich weiß, es ist ein bisschen abklatscht, aber. Ihr seid so weit mit diesem Spiel. Die Grafik ist einfach eindeutig besser. Und das ganze Zeit, wie gesagt, im letzten Part, wenn ich dauerhaft die Motor irgendwie haben, da wo sagen, ja, gute Idee eigentlich, wir machen, wie gesagt, wir machen das. Dann hast du hier dann durch Textur, du kannst Freunde einladen zum Online-Spielen, kannst schauen, wer spielt. Bitte, Giants, macht was dagegen. Ich weiß, es ist vielleicht nicht einfach, aber ja. Bitte macht sowas Ähnliches, bitte. Ich will hier nicht irgendwie hätte miesen Peter spielen und ja, hier das ganze Zeug. Hier irgendwie Modder war, bis auf Modder warten, wo mir hier das ganze Zeug hier in den Arsch schieben sozusagen. Ich meine, aber ich habe es ja schon gesagt, ihr habt das Spiel vom 17er zum 19er brutal verbessert. Ihr habt die Grafik aufgemacht, eine bessere Grafik. Ihr habt hier mehr mit Schleudern gearbeitet. Ich weiß, die meisten Sachen haben noch nicht so viel mit Schleudern an sich. Aber ja. Und ja, ich weiß, es ist halt wirklich nicht einfach. Und das mit dem Handy würde ich mich auch freuen, das mit dem Navi auch. Also ganz so beispielsweise hier Kabinen. Ich meine, ihr habt hier das, Systeme, ihr habt hier solche Sachen. Gut, ich weiß, es ist ein bisschen doof, aber irgendwie eine Art, ihr könnt hier sicher irgendwo hier hinten, das hat ja noch Schraubenzeug, könnt ihr sicher so ein Navi einbauen. Oder jetzt beispielsweise hier. Ihr habt bei den meisten Geräten habt ihr hier so eine Leiste mit Gas und alles. Oder hier ein Navigationsding. Hier könnt man ja sehr gut ein Navi hinfälschen. Das müsst ihr hier sein. Ihr macht ja immer solche Grafikdinger, wo ihr. Also gut, hier ist das ein bisschen doof, aber hier könnt man auch irgendwie hier ein kleines Navi hinbauen oder so. Heißt, ihr macht hier meistens irgendwie so diese Suppentraktoren, wo ihr hier anzeigt, ja, das und das, hier fährt hier durch. Ja, aber bitte animiert auch sowas. Oder irgendwie, dass man vielleicht mit einer anderen Tastenkombination das beispielsweise verbessern kann. Ihr habt wirklich viel gemacht. Karte, boom, ihr könnt mit L1 könnt ihr die verschiedenen Sachen auswählen. Mit X ist jetzt, also mit R1 ist jetzt zum Beispiel hier nur die Hupe. Dass man vielleicht hier noch irgendwie eine Taschenkombi hin macht, auch bei den anderen. Also, ja, das ist ja nur hier hinten abladen, Hupe. Scheint's. Ihr könnt das. Ich weiß, dass ihr das könnt. Es ist nicht so, dass ihr das nicht könnt. Ihr wollt es vielleicht nicht. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich spiele das Spiel schon echt lange. Jetzt gerade schon gut, ja, fast gut 12 Jahre jetzt dann schon. Wir haben ja jetzt wirklich die großen Editionen, habe ich mir immer gekauft. Bei den kleinen waren jetzt nicht so, aber bei den großen, also bei den kleinen Handel, so Vita und 3DS. Also jetzt nicht das, aber ja, bei den größeren Sachen habe ich jetzt immer das Spiel so gekauft.
Ich weiß, ihr könnt das. Ja. Ja, bei diesem Part würde ich jetzt eher noch sagen, es gibt ein bisschen kürzeren Part. Vielleicht. Mal schauen. Ja, Chance, ihr könnt das. Ja, und vielleicht jetzt hier auf die Partlänge, vielleicht da, weiß nicht, ob ich jetzt hier nochmal zwei mache. Schauen wir mal. Vielleicht mache ich hier nochmal ein Part, nochmal zwei so Parts. Aber das Doofe ist, ich muss jetzt mit meiner Fotokamera das aufnehmen. Das bedeutet, ich muss wieder zusammenschneiden. Ja, schau mal. Gut, das war jetzt knapp 8 Minuten. Ja, vielleicht mache ich hier nochmal. Nochmal drei. Nehmen wir nochmal hier noch ein bisschen Power auf. Habe ein bisschen Zeit noch. Und ja, dann schauen wir mal. Das war auch gesagt. Ja, bitte, Chance, macht sowas ehrlich. Also, kurz, was habe ich sonst für Aufträge hier noch? Düngen, das Fan 29, wo ist das? Das gehört hier beim See. Was meint ihr? Haben wir den Kommissar kurz düngen gehen, Avatar? Würde ich aber aufpassen, oder? Ja, ich muss hier dann kurz noch gleich pausieren, weil ein paar Sekunden ist Ding. Okay, ist also, bis gleich. Hallo Freunde, hier zurück. Ja, ich sag mein Narko war eh gerade zu schwach, war gerade gutes Timing. War eh gerade in dem Moment schwach, wenn ich aufgehört habe. Oh, perfekt, Style, sehr schön. Das freut mich. Ja, jetzt machen wir hier weiter. Wenn wir 14 Minuten hier gehen, der andere Part weiß ich nicht. Vielleicht mal den kurz kleiner. Wir schauen mal. Also. Ja, diese Lok finde ich auch so toll. Mit 80 Sachen durch die Kurve.
hab's. Ach nein, Bella. Aber lass nicht so gefallen. Ja, schauen wir mal, was es scheint zu uns bringt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich den vierten Part klein mache oder auch so ein Solo lassen soll. Ich glaube, ich schneide es auch wieder zusammen, glaube ich. Aber was zu tun. Mal gucken, vielleicht wird dann auch nicht zu schnell lang, aber ja, ich schau mal. Das ist natürlich schon nicht einfach, solche Sachen hier wirklich komplett durchzuarbeiten, Let's Playen und alles. Ich werde hier mal einen größeren Dreschen zulegen. Mal gucken. Es ist halt krass, dass halt solche kleinen Felder nicht so viel Geld abwerfen. Und es hat echt viel Zeit kosten. Aber das Gute ist, jetzt wie gesagt, beim 19er im Gegensatz zum 17er kannst du das ganze Zeug speichern. Nein, jetzt ernsthaft. Das finde ich gut. Ist echt schön. So. Können wir hier mal gucken. Vielleicht machen wir, wie gesagt, einen kleineren Part oder machen einen langen. Kommt natürlich auf die Zeit davon. Ich weiß nicht, ob ich so eindeutig soll nochmal den Dingen anziehen, nach dem Kleinen hier. Im See, wie ich gesagt habe, hier kurz. Im 29. So weiß der hier fertig ist. Wisst ihr was? Jetzt, ich wollte ein bisschen hier Geld verdienen. Der wird mich anreizen, weil es gibt echt viel Kohle, aber er kriegt so 560 und dann 800 Ding, aber ja, gut, vielleicht den hier noch einmal. Aber so, ja, da bist du für 200, also 100, ja, 200 in der Stunde. Würde sich das schon lohnen. Keine Angst, Leute, wir werden schon die Großen noch holen, aber ich würde schon noch mal schauen, dass ich da den 120er holen kann, aber ich will ja nicht jetzt irgendwas an nichts verdienen hier nochmal. Weil, wie gesagt, das kostet natürlich auch alles Geld hier, die Maschinen und so, klar, ein bisschen Unterhalt. Das darf ein bisschen sein, aber das ist ja pro Tag und du kriegst sie 200 pro Stunde, glaube ich. Aber ist jetzt richtig? Ist jetzt richtig?
Du kriegst da. Ja, da kriegst du na, da kostet Tagesgehalt 10 Euro, also 10 Dollar. Und in der Stunde kriegst du 90 Dollar. Und hier kriegst du ja pro Stunde 205 Dollar und kostet 15 Dollar im Tag. Ja, meine hier, das wäre am besten. Das ist gut, da braucht man 19 und das braucht nur 6 und da kriegst du 820 Dollar in der Stunde. Und wer macht KWH, also Ding, da gab ich. Da kriegst du irgendwie 200. Ja, kriegst du 200 Dollar in der Stunde und zahlst 120. Und dann machst du. Boah, dann machst du mehr, viel, machst du 3950 Dollar. Oh, das